Hallo, liebe Chemieinteressierte, hier ist wieder André mit dem zweiten Teil des Videos zur Aromatenchemie. Es heißt Hückel-Regel. Welche Voraussetzungen solltet ihr erfüllen? Zum ersten solltet ihr nach wie vor gute Kenntnisse über Alkane, Alkene und Alkine besitzen. Ihr solltet als nächstes gut mit der Hybridisierung umgehen können. Als dritten Punkt solltet ihr euch das erste Video über Benzol angesehen haben, soweit ihr über Benzol noch keine Informationen besitzt. Als viertes möchte ich die Mesomerie nennen, die im ersten Video auch besprochen wurde. Und als fünftes solltet ihr natürlich wissen, was es mit Sigma- und Pi-Bindung auf sich hat. Als Einstieg möchte ich euch noch einmal eine der mesomeren Grenzstrukturen des Benzolmoleküls darstellen. Rechts daneben findet ihr die p-Orbitale, die sich an jedem einzelnen Kohlenstoffatom befinden. Ihr habt im ersten Video gelernt, dass diese Orbitale in Wechselwirkung treten. Einfach ausgedrückt kann man das durch zwei mesomere Grenzstrukturen 1 und 2 ausdrücken, die letztendlich ein Elektronensextett bilden. Daher wird Benzol stabil. Man sagt auch, dass es sich um ein aromatisches Molekül handelt. Eine scheinbar analoge Situation findet man in einem etwas kleineren Molekül, dem Molekül des Cyclobutadien 1,3. Auch hier den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com